Der Magdeburger Kinder- und Jugendchor im Rahmen der feierlichen Wiedereinweihung des Magdeburger Denkmals für Johann Bernhard Basedow. Es waren neben interessierten Magdeburgern noch eine ganze Reihe von Honoratioren gekommen, denn der Theologe, Schriftsteller und Philanthrop zählt zu den führendsten und berühmtesten Reformpädagogen Deutschlands und die Stadt Magdeburg sah sich schon immer als eine Bewahrerin seines geistigen Erbes. Es liegt schon daran, dass er hier gestorben ist, dass er hier auch in seinen letzten Jahren gewirkt hat, so etwas verbindet, das ist das eine. Zum anderen war Magdeburg auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Aufklärung zugewandt. Hier gab es natürlich auch entsprechende Strömungen. Und offensichtlich, das haben wir ja heute erfahren, spielt die Elbe im Leben von Basedow ja eine erhebliche Rolle. Dessau, Hamburg und dazwischen liegt in Magdeburg. Offensichtlich ist diese Elbe auch, dieser Fluss auch etwas, was die Städte mit Basedow verbunden haben. Das sind aber vor allem die Reformgedanken natürlich, die hier schon auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und deswegen ist es so wunderbar, dass wir gut 200 Jahre später daran wieder erinnern. Johann Bernhard Basedow, hier eines der wenigen Bilder von ihm, ein Kupferstich von Daniel Chodewicki, wurde 1724 in Hamburg geboren und er starb 1790 in Magdeburg. Als Kern seiner Lebensleistung wird neben seinen zahlreichen Schriften das Philanthropien in Dessau angesehen, das er 1774 im Auftrag von Fürst von Anhalt-Dessau gründete und mehrere Jahre auch leitete. Gemeinsam mit gleichgesinnten Zeitgenossen versuchte er, unabhängig von der jeweiligen Religionszugehörigkeit, jeden Menschen als gleichberechtigt zu sehen, was seine Ansichten 250 Jahre später nach wie vor aktuell macht. Ja, natürlich. Also es ist so, dass im Zeitalter der Aufklärung jemand wie Immanuel Kant ja gesagt hat, dies ist ein Zeitalter, da streben wir nach mehr Aufklärung. Es ist nicht bereits aufgeklärt. Und zur Aufklärung, zur Erhellung des Verstandes, aber auch zur, als ein Mittel, um die Gesellschaft lebenswerter zu machen, haben sich eben die führenden Denker einige Prinzipien überlegt, nach denen man handeln sollte. Und da ist das Prinzip der Toleranz, wie ich meine, erstmals in der modernen Form allumfassend ausformuliert worden. Und Basedow hat eben gesagt, das habe ich zitiert, bis das erreicht ist, vergeht sehr viel Zeit. Und man wird noch lange erstaunen darüber, dass dies eine Forderung ist, dass man mit unterschiedlichen Meinungen und aus unterschiedlichen religiösen Überzeugungen heraus trotzdem friedlich miteinander in der Gesellschaft leben kann. Die Magdeburgische Gesellschaft von 1990 sammelte innerhalb von 5 Jahren 40.000 Euro, um nach alten Fotos das Denkmal so originalgetreu wie möglich wiedererrichten zu lassen. Als neuer Standort wurde ein Platz ausgewählt, südlich des Eingangs zum IBA-Shop in der Regierungsstraße 37. Es ist bereits das dritte Mal, dass das Denkmal wiedererrichtet wurde. Ja, es hat kriegerische Auswirkungen gegeben, nicht? Und es hat immer wieder den Versuch der Magdeburger gegeben, dieses Denkmal wieder zu errichten, weil der Gedanke der Aufklärung, Vernunft und moderner Pädagogik ja überhaupt nie zu Ende gehen darf. Und deswegen ist dieser Tag heute auch so wichtig. Jetzt steht es also wieder da und erinnert an einen Menschenfreund, der zu seinen Lebzeiten nicht unumstritten war. Aber seine Ideen und sein Wirken, diese im Leben der Menschen zu verankern, sind gerade jetzt so notwendig wie selten.